Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schüttelkums. Eine Runde spielen wir noch, dann müsste ich aber auch mal schlafen gehen. Ich bin nämlich sehr müde. So, Ausgang. Wir verlassen erstmal. Wir können gerade noch den nächsten Zug nach London erwischen. Schön, schön. Aber es kommt immer wieder ein. Das stimmt schon. Ja, wir müssen nochmal zum Daily Telegraph. Wir haben ja Informationen hier in Cambridge bekommen hinsichtlich der Porträts. Müssen wir mal schauen, dass wir endlich mal einen Namen finden. Sonst kann sich der olle Portier ja nicht mehr erinnern. So, Charles Friedman, rede mit mir. Hallo Charles, ich hoffe, jetzt passt es besser. Wir stören doch nicht? Nein, Sherlock, nein. Ich habe dieses Meisterwerk fast fertig. Bin gleich soweit. Tut mir leid, dass ich beim letzten Mal so kurz angebunden war. Wie geht's deinem Bruder? Er kommt wieder auf die Beine, danke. Du erinnerst dich an meinen Freund und Kollegen Dr. Watson? Natürlich. Hallo Doktor, macht es euch bequem im lockersten Sinne des Wortes. Ich bin sofort bei euch. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, schnüffeln wir noch mal ein bisschen rum. Also wir müssen wirklich überall schnüffeln, schnüffeln, schnüffeln. Ich habe so den Eindruck, dass ich irgendetwas vergessen habe. Deswegen, ich war mir nicht mehr sicher, warum ich in Mycrofts Wohnung wollte. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir da noch irgendwas vergessen haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, werden wir irgendwann. Irgendwann kriegen wir das auch noch raus. Wenn überhaupt was fehlt, das weiß ich ja letztendlich nicht. So, jetzt müssen wir schauen. Muss ich mit dem nochmal reden? Ah ja, okay. Du hast eine bemerkenswerte Sammlung von Porträts zusammengetragen. Das sind offene, wenn auch leicht verschmierte Fenster mit Blick auf unsere kapriziösen Zeiten. Ich habe auch eine Sammlung aus ähnlichen Gründen. Die meisten sind allerdings Verbrecher. Die kleinen Bilder sind meine Verbrechergalerie. Alles Bösewichte. Das Bild von Kropotkin ist sehr vielsagend. Bewundernswerter Mann. Seine größte Schwäche ist nur, dass er alle paar Tage einen Krieg vorhersagt. Selbst Anarchisten brauchen ein Hobby, vermute ich. Ja, das ist was Wahres dran. Dieses kleine Porträt ist anders. Wer ist das? Oder besser, was ist das? Gut beobachtet. Das war und ist möglicherweise immer noch Louis-Baptiste Goitschia, der Terrorist, der 1857 aus der Pariser Zelle untergetaucht ist. Sehr interessant. Ein Künstler hat das Gesicht eines jungen Mannes auf alt getrimmt, damit man ihn wiedererkennt, wenn er nochmal auftaucht. Genau. Der Künstler hat das alte Gesicht gemalt und es dann abfotografiert. Er ist begabt und versteht sein Handwerk, dein Künstler. Wer ist es? Nigel Hemmings, Illustrator und Porträtkünstler. Ja. Erste Klasse. Niemand wollte seine Gemälde kaufen, daher ging er zur Fotografie über. Ja, diesen Nigel. Ich glaube, die Information fehlte uns, oder? Ah, kommt auf jeden Fall sehr bekannt vor. Die Plakate sind sehr gut. Der gleiche Künstler? Ja, Hemmings sagt, die Amerikaner nennen so etwas Phantombild. Komischer Ausdruck. Ein paar davon müssen Ausarbeitungen aufgrund alter Bilder sein, mit zusätzlichen Bärten und Falten und so weiter. Ja, und andere sind Verdächtige, die ich gesehen und ihm beschrieben habe. Mit einem Augenzeugen kann er einen Mann altern lassen, den Gesichtsausdruck richtig hinkriegen, all sowas. Scotland Yard könnte von seinen Fähigkeiten profitieren. Da hast du natürlich recht. Aber würden die das nutzen? Ich selbst habe Lestrade sagen hören, Bertillons System zur Identifikation von Kriminellen sei ein Haufen ausländischer Blödsinn. Er hat etwas gegen neue Methoden. Als ob ich das nicht wüsste. Oh, das ist aber schon ziemlich dumm. Also man muss. Also muss. Ist vielleicht auch verkehrt, aber man soll sich neuen Dingen nicht verschließen. Und gerade was so diese Technik von Phantombild angeht, das ist schon eine gute Sache auf jeden Fall. Oder diese Künstler, die die Bilder dann zeichnen. Nach den Zeugenaussagen. Ich versuche, einen Mann zu identifizieren, Charles. Dürfte ich ein wenig in deinem Gedächtnis herumbohren? Du kannst es gerne versuchen. Ich gehe davon aus, dass deine Untersuchung vertraulich ist. Scharfsinnig wie immer. Der Mann kommt aus dem Dunstkreis eines Mordes an einem Regierungsangestellten. Staatsgeheimnisse stehen auf dem Spiel. Wie sieht er aus? Ich habe ihn nie selber gesehen. Aber man sagte mir, er sei dicklich gebaut, blond, mit leichten Verfärbungen im bärtigen Gesicht. Vielleicht ein Leberfleck. Er trug einen dunklen Schlapphut und einen Umhang. Und er sprach Deutsch. Sprache ist kein eindeutiges Indiz. Er könnte Deutscher, Österreicher, Preuße, Ungar, Pole oder sogar Russe sein. Sonst noch etwas? Bedauerlicherweise nein.
Der Beobachtungswinkel des Zeugen und die mangelhafte Beleuchtung haben Gang und Gesichtsausdruck verschleiert. Er konnte nicht mal das Alter raten. Da fällt mir niemand ein, Sherlock. Oder vielmehr gleich 10 Stück. Aber sind die in England? Ist da ein Krimineller, ein Geheimagent, ein Diplomat? Mit so wenig Anhaltspunkten bin ich völlig nutzlos, befürchte ich. Bei den wenigen Details habe ich mir auch nicht viel Hoffnung gemacht. Gib mir ein paar genauere Daten, mein Freund, und ich kann dir vielleicht helfen. Oder wenn nicht ich selber, dann jemand, den ich kenne. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal nach Cambridge, oder? Was meint ihr? Hast du immer noch deine vertrauten Quellen im Innenministerium? Ah, du vermutest, dass eine fremde Macht darin verwickelt ist, nicht wahr? Ja, ich habe auch schon selber an so etwas Ähnliches gedacht. Hör zu, wenn du die Identität des Mannes herausfindest, kann ich dich mit jemandem bekannt machen, der dir möglicherweise helfen kann. Vielen Dank, Charles. Eine Freude, dich wiederzusehen, Sherlock. Du bist immer etwas Interessantem auf der Spur. Ich bin doch der größte Detektiv der Welt. Dürfte ich die Adresse von Mr. Hemmings haben? Er ist als Fotograf beim Standard angestellt. Ich hätte lieber eine weniger öffentliche Umgebung. Ja, natürlich. Du findest ihn auch oft in seiner Dachstube in der Montague Street 14, direkt gegenüber vom Britischen Museum. Oh, das kenne ich. Ist dieses Zeitungschaos wirklich nötig? Der Raum ist ja ein einziges Brandrisiko. Es ist unmöglich, zu viele Zeitungen zu haben. Watson bedrängt mich dauernd, meinen Verbrauch zu reduzieren. Man sollte niemals ohne eine frische Zeitung rumlaufen. Es gibt keinen nützlicheren Gegenstand. Sie saugt das Fett von Fisch und Chips auf und man kann Pakete darin einwickeln. Benutze sie als Handtuch, Fächer, Sonnenschutz, Regenschirm, Staubwedel oder Teppich. Und im äußersten Notfall kannst du sie, der Himmel möge mir verzeihen, sogar lesen. Bedien dich. Hier ist der Telegraph. Ganz frisch aus der Druckerpresse. Deine Argumente sind, wenn schon nicht überzeugend, dann zumindest ausführlich. Oh ja, sehr gerne. Wo ist denn die neue Zeitschrift? Zeitung. Zeitschrift ist ja was anderes. Da sind wir auf jeden Fall gegen Sonne und gegen Regen geschützt. Wenn uns langweilig sein sollte, können wir es auch lesen. Obwohl so eine Sonntags- oder eine Wochenendausgabe von The Times schon sehr lange dauert. Also da kann man schon einige, ja Stunden vielleicht nicht, aber doch längere Zeit drin lesen. Ist wohl ein dicker Wälzer. Oder war einmal ein dicker Wälzer. So. Hast du dir mal ein paar Gedanken über meinen Verdächtigen gemacht, Charles? Ich hätte eher erwartet, dass du mir eine Zeichnung mitbringst. Übrigens, bist du sicher, dass er einen Bart trägt? Meinem Zeugen zufolge ja. Okay, gut, da kommen wir da erstmal nicht weiter. Jetzt würde ich sagen, fahren wir zu Hemming oder schnell in die Baker Street, weil da können wir nämlich... Auch fahren wir direkt hier hin, die sind wir schon gerade. Denn wir müssen unseren lieben Jungen einen Auftrag geben. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ich trockne nur noch diesen Film, dann bin ich sofort bei Ihnen. Ja, aber gerne doch. Und diese Zeit nutzen wir, wie immer, hier etwas rumzuschnüffeln. Oh, ist aber eine süße Katze. Mietz, 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 mietz. Das Tier wiegt bestimmt 10 Kilo. Der Bengal-Tiger im Regent's Park ist ein naher Verwandter. Obwohl die Augen der Katze schläfrig wirken, ist der Schweif höchst aktiv. Ich musste kurz lachen, weil den Tiger hat mir in Sherlock Holmes 1 Bekanntschaft gemacht. Was ist das denn? Ach, der ist tatsächlich fertig. Oh, das ist aber wirklich mal eine schöne Animation. Also ist ja abgefilmt. Ne? Oh, süß, ein Kätzchen. Ich mag ja auch gerne Katzen. Ein zufriedenes Schnurrgeräusch dringt aus ihrer geräumigen Kehle. So, dann wollen wir noch ein bisschen bewegen. Knuddel die. Oh. Sie will offenbar nicht gestört werden. Es wäre ein böser Fehler, es ist dennoch zu versuchen. Ja, das stimmt wohl. So. Jetzt müssen wir wieder hier rumschnüffeln. Bilder. Alle diese Fotografien, Strichzeichnungen und Gemälde zeigen einen ausgeprägten Sinn für Komposition. Unabhängig von der Technik hat der Künstler ein großes Talent für die Darstellung von Menschen. Ein erstaunliches Foto zeigt den verstorbenen Prinzgemahl, wie er Hemmings selbst vor dem Britischen Museum die Hand schüttelt. Okay, können wir jetzt jedes einzelne Foto anschauen? Nee, das ist sehr gut, weil dann haben wir auf jeden Fall... Ah, die Kamera, schön.
Diese Bolas-Kamera hat Doppelplatten, Magazinträger und einstellbare Blenden. Verbesserte Gelatine, Trockenplatten erlauben dem Künstler, die Verwendung auch im Freien. Diese Kamera ist momentan aber auf einem Dreibein für die Studioarbeit festgeschraubt. Okay, können wir die benutzen? Nee, schade, das ist der Nigel. Warte, den gucken wir uns mal an. Das ist so ein Schönling, ne? Oho. Obwohl er nicht älter wirkt als 20. Obwohl er nicht älter als 20 sein kann, wirkt Hemmings selbstsicher und fähig. Umgeben von den Werkzeugen seiner Kunst und Berufung fühlt er sich wohl. Die hohen Decken seines Domizils sind für ihn sehr vorteilhaft. Er ist mindestens 2 Meter groß. Ist wirklich hoch, ja. Was haben wir denn da für ein schönes Gemälde? Noch eine Kamera? Was ist das denn? Eine kleine Pocket-Kamera? Eine tragbare Kamera mit einer effizienten und ökonomischen Form steht auf dem Tisch. Okay, ja, interessant. Gibt es da sowas schon? Der packt doch alles an, ohne zu fragen. Neben der Linse dieser neuen Kamera steht der Name Eastman. Sie verwendet Filmrollen, die viel effizienter sind als Vorfahren in Plattenform. Achso, ich wusste gar nicht, dass es die schon gibt dann. Die Fototechnik gibt es zwar schon länger, aber so vorteilhaft ist sie ja noch nicht. Ne? Ich überlege, meine Kinder- und Babybilder, das war ja auch so eine... Was war das für ein Format? So groß wie eine halbe Briefmarke. Also diese Negativstreifchen. Und so richtig große Bilder können wir da auch nicht von machen. Egal. Wir sind nicht hier, um zu jammern, sondern um ein bisschen hier rum zu schnüffeln und zu spielen. Das Modell ist in einem ungewöhnlichen kontinentalen Stil gemalt. Reichliche Verwendung der Kratzmesser und dick gemusterten, deformierte Umrisse geben ihm eine traumähnliche Note. Es ist, um den Todeskuss der Kunstkritiker zu zitieren, ein interessantes Werk. Interessantes in Gänsefüßchen. Okay, was haben wir da noch? Werkzeuge? Hemmings verwendet erstklassige Zedernstifte aus Juniperus virginiana. Das ist irgendwie so ein Holz, oder? Zedernholz. Federhalter, Tinte, Pinsel und Kratzmesser. Zedernholz ist wahrscheinlich der lateinische Name. Können wir die Werkzeuge mitnehmen? Dürfte ich mir einen Stift borgen? Bedienen Sie sich. Oh, perfekt. Perfekt. So, eine elektrische Beleuchtung. Das Rotlicht, oder? Eine Glühbirne ist mit rotem Zellophan umkleidet. Die Lampenfassung ist mit einer Speicherbatterie nach Edisons Vorbild verbunden. Okay. Becken. Oh, kostet. Dieses galvanisierte Eisenbecken könnte Wasser zum Trinken, Waschen und Rasieren liefern, wenn es nicht von 2 viereckigen Schüsseln blockiert wäre, die verschiedene Flüssigkeiten enthalten. Kann ich einfach in so einem Fotolabor etwas kosten? Eine Schüssel enthält eine nicht besonders wohlriechende Chemikalien auf alkalischer Basis. In den anderen schwappt eine wässrige Lösung zum Stabilisieren und Fixieren von Fotografien. Ja, das ist ja der Klassiker. Koste? Nein. Das macht er tatsächlich. Uah. Der muffig riechende Entwickler ist Natriumsulfid. Das kann man doch nicht. Oh Gott. Das haben wir genug geschnüffelt. Was sagt Dr. Watson? Ich glaube, der junge Mann ist ein begabter Künstler, Watson. Aha, haben Sie jetzt auch den Pfeil namens Kunstkritik in Ihren Köchern an Fähigkeiten aufgenommen? Ich weiß, dass Sie meine Vorstellungen von Kunst für rudimentär halten, aber bitte bedenken Sie meine Vorfahren. Kunst im Blut kann sich in den merkwürdigsten Formen zeigen. Obwohl es nicht medizinisch bewiesen ist, könnten auch manche Einbildungen erblich sein. Diese Sticheleien von Watson, die finde ich echt super. So, jetzt haben wir genug rumgesucht. Wir reden einfach mal mit unserem Besucher. Also, ja, wir sind ja Gast, mit unserem Gastgeber. Ich habe Ihre Werke bei Friedman gesehen, außergewöhnlich. Würden Sie für mich ein Phantombild von jemandem anfertigen? Nichts leichter als das. Fangen wir mit der Gesichtsform an. Rund, oval, herzförmig, Sie verstehen. Ich habe die Person selber nie gesehen, nur seine Beschreibung gehört. Das genügt nicht, Mr. Holmes. Ohne Augenzeugen schaffe ich nur eine bessere Karikatur. Sie können mich ja nicht auf dem rechten Weg halten, mir sagen, die Nase ist zu breit oder so. Tut mir leid.
Oh, schade. Vielleicht können wir Needham überreden, dass er mit ihm nochmal spricht. Sie haben ein einzigartiges Talent, Mr. Hemmings. Warum verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt nicht als Maler? Meine Kunst wird auf der Bond Street als unpassend bezeichnet. Die Leute wollen sich nicht mal ansehen, was ich male, geschweige denn dafür bezahlen. Also sind Sie auf Fotografien umgestiegen? Vor Resignation, ja. Meine Fotos von Unfällen und Katastrophen zahlen meine Miete. Sie erkaufen mir Zeit für meine Arbeit. Würden Sie mir dieses Bild von Ihnen mit Prinz Albert wohl erklären? Sie haben es bemerkt. Wenn Sie nicht gerade an Dauerjugendlichkeit leiden oder einen Jungbrunnen entdeckt haben, zeigt das Bild etwas Unmögliches. Viva. Ich will ja nicht angeben, aber mit dem passenden Ausgangsmaterial könnte ich die Welt glauben machen, dass Sie mit der Queen rumshakern. Die Logik sagt mir, dass Sie zwei Fotografien kombiniert haben. Aber mein Auge kann nicht entdecken, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Täusche das Auge, dann täuschst du den Verstand. Die meisten Leute, Anwesende mal ausgenommen, glauben, was sie sehen, wie unwahrscheinlich es auch sein mag. Sie trinken doch keinen Tee mit Ihrer Majestät, oder? Ich hatte noch nie die Ehre. Wahrscheinlich ein Versehen. Lassen Sie es mich einfach wissen, wenn Sie möchten. Also ein Fälscher? Was ist das für eine geniale Kastenkamera? So eine habe ich noch nie gesehen. Nennt sich eine Kodak. George Eastman, ein Amerikaner, hat sie letztes Jahr erfunden. Völlig mobil. Und das Schönste ist, sie verwendet den Rollfilm, den er erfunden hat. Damit knipsen sie alles, überall. Einfach ein Motiv suchen und klick! Es gibt keine Belichtungskontrolle, aber das ist ein fairer Tausch für die Fix-Fokus-Linsen. Also kann jeder gute Bilder machen? Die Kodak wird die Fotografie verändern, Mr. Holmes. Aber sie ist nur ein Werkzeug. Sie bringt keine großen Fotografen hervor. Probieren Sie sie aus, wenn Sie möchten. Das ist richtig. Also ich kenne, mein Arbeitskollege ist zum Beispiel auch Fotograf und er meinte auch, also er kann auch mit einer schlechten Kamera gute Bilder machen. Ist natürlich immer Grenzen gesetzt, klar mit Auflösung und sowas. Ne? Und klar kann natürlich auch ein Ungeübter mit einer guten Kamera oder sehr teuren Kamera ein scharfes Bild hinkriegen, Glücksgriff, aber man muss schon so ein bisschen das Gespür haben, ein Auge haben. Also das kann ich mir gut vorstellen, was er da sagt. Ist Ihr Geschick, Fotomontagen herzustellen, einzigartig? Es gibt noch ein paar andere, die das drauf haben. Warum macht man sowas, außer dem Reiz des Neuen? Geld, Mr. Holmes. Ich habe gehört, es gibt einen Typen im Westen, der scheffelt die Knete säckeweise. Gegen entsprechende Bezahlung montiert er seine Kunden auch mit berühmten Leuten zusammen, die sie nie kennengelernt haben. Wer extra bezahlt, bekommt sogar noch eine Lügengeschichte dazu geliefert, die das Foto erklärt. Mischen Sie Ihre eigenen Chemikalien und entwickeln Ihre Filme selbst? Nur meine privaten Schnappschüsse. Ich mische mir dann einen Alkali-Entwickler im Waschbecken. Was für eine Mischung benutzen Sie? Carbolsäure zum Reduzieren, Natriumsulfat zum Steuern der Entwicklung, dazu eine Prise Kaliumsalz gegen Schleierbildung. Dann fixieren Sie das Bild mit Wasser und Natriumtrisulfat. Sie kennen sich mit Fotografie aus. Nur ein paar der wichtigsten Details. Das war ein Fachgespräch, aber ich habe es nicht verstanden. Können wir uns an die Arbeit machen, Mr. Hemmings? Haben Sie mir denn ein paar Augen mitgebracht, Mr. Holmes? Sonst bringt uns das nichts. Ach so. Das stimmt wohl. Dr. Watson. Wir sind wieder mal nicht ausreichend gerüstet für unsere Arbeit, Doktor. Eine allgemeine Beschreibung ist nutzlos. Sie haben ja schon bemerkt, dass wir wohl den Augenzeugenbericht des Flussschiffers brauchen. Der Teufel steckt im Detail, wie man so sagt. Stimmt zwar, aber man könnte ja ruhig auch mal Unrecht haben. Solche Phantombilder werden in der Zukunft ein wichtiges Hilfsmittel bei Fahndungen sein, Watson. Ich bin sicher, dass Sie da recht haben. Die Frage ist, wird die Polizei so vernünftig sein, sie einzusetzen? Darauf würde ich lieber nicht wetten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich mal in die Baker Street und werden unseren lieben Wiggins beauftragen, diese Person zu suchen. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal mit Needham sprechen. Ich habe eine Aufgabe für dich, mein Junge. Wenig Aussicht auf Erfolg, aber das Ziel lohnt den Versuch. Nettes Gefühl, gebraucht zu werden, Sir. Worum geht es? Finde einen Mann. Breit, groß, blond und bärtig. Vielleicht eine Narbe auf der Wange. Er könnte ein dunkles Cape und einen Schlapphut über ländlicher Kleidung tragen. Ein Gentleman? Augenfarbe? Alter? Gewohnheiten? Unbekannt. Beschränke dich bei deiner Suche auf Trafalgar und die Botschaften und sei vorsichtig. Bestenfalls sind nur seine Freunde gefährlich.
Ich glaube schon, dass das reicht, wenn Wiggins die Fühler ausstreckt, aber trotzdem versuche ich nochmal kurz zu Needham zu fahren. Vielleicht lässt er sich ja überreden. Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Needham. Würden Sie bitte mit uns kommen? Warum diesmal? Ein Maler braucht Ihre Beschreibung des Mannes, den Sie an der Nadel gesehen haben. Des dritten Mannes. Ich würde natürlich nicht erwarten, dass Sie das umsonst tun. Na, dann ist es okay. Eine Art Finderlohn. Solange das Biest nicht weiß, dass ich es war, der ihn beschrieben hat, er hatte so ein ganz gefährliches Aussehen. Oh, er kommt mit. Gut. Ah, der Augenzeuge, wie? Bin sofort da. Ja, dann bitte. Sieht ein bisschen aus wie Frank Zander hier, oder? So. Ja. Nagel. Hallo. Oh, jetzt. Hm. Was macht ihr jetzt? Wäre der Job als professioneller Fotograf etwas für Sie, Needham? Was hätte ich denn da zu tun, Mr. Holmes? Man würde Sie dafür bezahlen, dass Sie sich Sachen anschauen und Bilder mit einer Kamera machen. Das meiste, was ich so sehe, würde ich lieber wieder vergessen. Würde man mich auch fürs Vergessen bezahlen? Nicht für das, was Sie gesehen haben, Sir. Dafür würde leider niemand bezahlen. Hm. Das hier ist Mr. Needham. Er hat die Person gesehen, von der ich eine Zeichnung möchte. Exzellent. Er und ich werden dann mal an die Arbeit gehen. Ach so, ich dachte, du machst das jetzt sofort, das Bild. Ah, okay. Aber dann klappt es wenigstens. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Okay. Needham, bitte beschreiben Sie den Gentleman, den Sie am Embankment im Profil gesehen haben, den dritten Mann. Ich kann nicht mehr sagen, als ich Ihnen schon erzählt habe, Mr. Holmes. Ein großer Mann mit ungepflegtem Bart und einer Art Fleck auf der linken Wange, korrekt? Das ist er. Geben Sie uns einen Moment, Mr. Holmes. Wir probieren was. Oh, Entschuldigung, natürlich. Ich schaue mich ein wenig um, ja? Kann ich gehen? Nee. Aber ich habe nämlich noch eine Idee. Und zwar der Uhrendeckel müssen wir uns ja auch noch drum kümmern. Wir haben den Knopf haben wir ja behandelt, den Hut, aber diesen Uhrendeckel noch nicht. Hä, das ist doch das gleiche Bild, was er vorher drauf hatte, oder? Achso, ich kann wieder. Okay. Was halten Sie von Needhams Beobachtungsgabe? Sehr präzise, vor allem bei der Gesichtsstruktur und den Proportionen. Es gab einige Problemchen, aber da haben wir uns durchgekämpft. Ich frage mich, ob diese Verfärbung eine Narbe sein könnte. Eine interessante Idee. Darf ich das Bild mitnehmen? Sicher. Ich hoffe, es hilft weiter. Ja, vielen Dank. So. Kostet das was? Nein. Sehr gut. Okay. Ich glaube, Sie haben sich sehr gut geschlagen, Mr. Needham. Mr. Hemmings sagt es auch. Seine Fragen zu diesem Mann haben mich an Sachen erinnert, die ich längst vergessen hatte. Bei Untersuchungen und im Leben ist es unmöglich, die richtigen Antworten zu bekommen, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt. So ist es. Gut. Ach, schön. Dann hätten wir das erledigt und gehen zurück. Dann fahren wir nochmal in die Baker Street. Schauen, ob Wiggins schon eine Idee hat. Wir können natürlich auch mit dem Phantombild zum Daily Photograph fahren, aber ich habe noch eine andere Idee, wie gesagt, mit dem Uhrendeckel. Ah, da ist er ja wieder. Was Wiggins herausgefunden hat, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Bis dann, euer Perudo.